Moin, Leute, einen wunderschönen Freitagabend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Es ist wieder Zeit für Xur und heute übrigens der 2.9. Xur ist da bis zum 4.9. um 11 Uhr. Dieses Mal sind wir wieder im Turm und müssen nach rechts Richtung Hangar. Denn der Kollege Xur hat sich wieder im Hangar versteckt. Im Hangar gibt es nur einen einzigen Ort, an dem er sich rumlümmeln kann, und zwar... Lauft hier, lauft, dann die Treppe runter und direkt rechts wird er stehen. Mit mir am Start ist wieder der Experte Tom. Servus! Hallo, tschin, tschak, tschüssam. Tschin, tschan, hallo. Ich muss dich dann aber schon direkt korrigieren. Im Hangar kann der an zwei Positionen stehen. Was? Er war bisher aber nur an einer. Ja, vielleicht, also zumindest stand er auch mal manchmal woanders, aber zumindest ist das der Wissensstand, den ich habe. Na gut. Nehmen wir das mal so hin. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Gibt es noch einen zweiten Ort? Wenn ja, wo, Freunde? Schreibt es mir rein. Also, ich sehe diverse Helme. Ja. Und wir gehen mal von vorne nach hinten. Nee, wir haben hier nämlich ewiger Krieger, meine Damen und Herren. Das ist ein Helm für... Den Titan. Für den Titan, natürlich. Klar, für den Titan. Und kann was? Der kann, dass man den Perk unaufhaltsam für die Chaosfaust praktisch die ganze Zeit dabei hat. Das heißt, während ihr eure Chaosfaust macht... kann man euch nicht so gut töten, was mich im PvP immer stört, wenn ich euch versuche zu töten und ihr dann mich anspringt und dann nicht sterbt. Es ist gekauft. Ja, das kann echt viel Spaß machen und das geht auch den einen oder anderen sehr auf die Nerven, sieht man aber leider nicht mehr so häufig im PvP. Ah, na gut, alles klar. Kann man sich aber mal merken, ist also nicht verkehrt auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Weiter geht's mit Schwachkopfradar. Also erstmal Schwachkopfradar, ja. Ja. Schwachkopf sagt mir schon mal zu, rein vom Wort her. Ist auf jeden Fall für die Jägerklasse. Und was hat es damit denn auf sich? Das ist ein Helm, der den Perk drin hat, dass euer Radar standardmäßig immer an ist, selbst wenn ihr zielt mit der Waffe. Das ist richtig geil, ey. Stell dir mal vor, ich habe da schön meine dicke Sniperflinte im Anschlag. Und dann kommt einer von hinten. Dann drehe ich mich um und BAM! Ah, da gibt's nur ein Problem. Das gilt nur für Primärwaffen. Das heißt, wenn du mit dem Automatikgewehr die ganze Zeit auf einen zielst und dann auf dem Radar siehst, da kommt noch einer von der Seite, drehst dich um und schießt ihn direkt mit ab. Dann dreh mich um und BAM! Ja. Geil. Okay, ist auf jeden Fall nice. Aber einige Waffen haben das auch, ne? Ja, es gibt einige Waffen, die das auch als Perk haben, aber das ist eher ein sehr seltener Perk, der ist nicht so stark vertreten. Für Anfänger, die noch lernen müssen, mit dem Radar klarzukommen, ist es auf jeden Fall eine angenehme Hilfe wie in PvP, wie PvE. Nice. Dann haben wir hier noch Obsidian-Wille für den Warlock und der kann Nova-Bombe reduziert die Abklingzeit der nächsten Nova-Bombe. Das heißt... Wenn ich mit der Nova-Bombe eine Gruppe von Gegnern töte, dauert es nur ein paar Sekunden und ich kann das direkt wieder machen. Geil! Das ist der Ulti, ne? Der Super. Genau. Die Nova-Bombe ist die Super. Das ist in PvP richtig geil, wenn man einen halben Teamkill hinlegt, weil die irgendwie ungünstig gestanden haben oder den die Fähigkeit drin hat, dass die Nova-Bombe sich auszahlt und einen schönen Flächenschaden hat, dann kann man die relativ schnell wieder einsetzen, was richtig lecker ist. Oder im PvE, wenn da richtig viele Gegner auf einem Fleck stehen, Nova-Bombe rein und dann kannst du die direkt wieder einsetzen. Förmlich. Richtig geil. Das ist richtig. Dann gibt es hier eine, über die ich viel Gutes höre, eine Waffe. Das letzte Wort. Ja, eine Handfeuerwaffe. Die hat aber nur zwei Perks. Ja, die hat... das verbesserte Stabilität und diese Waffe hat zusätzliche Präzision. Ja, das letzte Wort, da hat man häufig im PvP auch das letzte Wort mit, weil das ist das letzte, was du von den Personen siehst. Aber sie wurde ja vor einiger Zeit noch genervt. Früher gab es einige Leute, die es geschafft haben, mit der Waffe mit zwei Schüssen einen zu killen. Alter. Was halt mega stark war. Und da haben die dann gesagt so, ja, das können wir nicht mehr machen, da müssen wir was dran machen. Aber sie ist immer noch eine richtig schöne Waffe, da sie, was ich leider auch erst relativ spät gelernt habe, man kann sie vollautomatisch abschießen. Das heißt, ihr haltet den Abzug gedrückt und schießt alle Kugeln raus und dann geht da zack, 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 zack und dann ist der Gegner tot. Wenn alle treffen, spätestens. Das ist heftig. Ja, eigentlich möchte ich auch irgendwann nochmal eine Handfeuerwaffe ausprobieren. Habe ich bisher noch nie gemacht. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung fürs PvP. Für PvE ist sie jetzt nicht so der Bringer, aber PvE kann man richtig viele Sachen damit reißen. Ich habe schon Sachen gesehen, wo Leute mit der Waffe eine
ganzes Team auseinandergepflückt haben. Also das Ding hat gut Schaden, zudem hat es auch verbesserte Stabilität und Zielerfassung, wenn ihr nicht zielt, was halt richtig geil ist, weil ihr schießt dann die ganze Zeit so locker flockig aus der Hüfte und müsst nicht noch die ganze Zeit ranzoomen und verliert dadurch Zeit im PvE, sondern ihr seht den Gegner, zack, 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 schießt und erledigt ihn. Mega! So, dann gibt's zu guter Letzt noch das für mich nicht in Gramm. Ist diesmal eine schwere Waffe, also Raketenwerfer oder Maschinengewehr oder was gibt's richtig noch? Nur die zwei, ne? Ja. Und halt ein Schwert, aber ein exotisches Schwert werdet ihr da nicht rausbekommen. Jawoll, ja! Ja, das sind doch mal geile Sachen, Leute. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Falls ihr uns verbessert, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ich wünsche euch an dieser Stelle noch ein wunderschönes Wochenende. Ich bedanke mich recht herzlich bei Kollege Tom für deine Expertenkenntnisse. Es war mir ein Vergnügen. Juhu! Dann macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Bis dann. Tschö! Tschö!